Wir möchten mit diesem Filmprojekt vom Welpen zum Therapiebegleithund einen Einblick geben in das Zusammenleben und in die Vorbereitung eines jungen Hundes, der später in tiergestützter Intervention eingesetzt werden soll. Unsere Hauptakteurin ist Timba, das ist eine Barbier-Hündin, die jetzt im Moment 6,5 Monate alt ist. Das ganze Projekt wird circa 2 Jahre lang dauern und wir gehen davon aus, dass Timba dann von ihrem Wesen so gefestigt ist, dass sie den Voraussetzungen entspricht, die sie braucht, um ein Therapiebegleithund zu sein. Die Filmsequenzen sollen das Buch im Ernst-Reinhardt-Verlag, das im Sommer erscheinen wird, begleiten. Das, was wir da theoretisch beschrieben haben, sollen die Videoclips praktisch zeigen. Wir möchten durch dieses Projekt Einblicke in unseren Umgang mit dem Hund geben, der sich möglicherweise ein bisschen unterscheidet von anderen Herangehensweisen. Durch unsere jahrelange Erfahrung mit Hunden und vor allem mit tiergestützt eingesetzten Hunden haben wir eine bestimmte Haltung entwickelt, die wir zeigen möchten. Natürlich gibt es nicht den Therapiebegleithund. Je nachdem, wo Hunde eingesetzt werden, sind schon unterschiedliche Dinge von denen gefordert. Trotzdem gibt es ein paar ganz wichtige Dinge, die diese Hunde können sollten. Und dazu gehört zum einen eine extrem gute Beeinflussbarkeit. Die sollten mit vielen Umweltreizen relaxed umgehen können. Die sollten den Wechsel zwischen Ruhe und Aktivität gut hinkriegen und was für ein Therapiebegleithund sehr schön wäre, wenn er sich auch anfassen lässt. Uns erscheint sehr wichtig, dass Hunde auch Spaß an dieser Arbeit haben und ein Hund, der keinen Spaß daran hat, sollte unserer Ansicht nach nicht eingesetzt werden. Wir haben uns sehr bewusst für einen Rassehund entschieden, in unserem Fall ein Barbier. Ein Barbier ist ein wenig territorial veranlagter Hund, der leidenschaftlich gerne Enten aufstöbert und die dann apportiert, wenn die geschossen worden sind. Das ist für uns, denke ich, relativ einfach beeinflussbar. Wir kannten die Züchterin und die Mütterhündin schon vorher und ich hatte viele Gelegenheiten, die Hunde vorher zu besuchen, habe mir die verschiedenen Welpen angeschaut und wir haben uns dann mit 6 Wochen festgelegt, dass wir Timba nehmen werden. Im Alter von 8 Wochen haben wir Timba dann adoptiert und seitdem wohnt sie mit uns hier in Sasbachwalden im Nordschwarzwald. In der ersten Zeit mit einem Hund sind 2 Aspekte sehr wichtig. Der eine ist die Gewöhnung an die Umwelt und der andere ist das Lernen von Regeln. Man könnte das auch Sozialisation nennen. Und diese Sozialisation trennt sich in 3 verschiedene Bereiche. Das wird man in den Videoclips dann auch immer wieder sehen. Das eine ist die Sozialisierung mit verschiedenen Menschen. Das zweite ist die Sozialisierung mit der Umwelt. Und das dritte ist die Sozialisierung mit anderen Tieren. Damit sind sowohl Hunde als auch andere Tiere gemeint. In den einzelnen Videoclips zeigen wir, wie wir die Situation vorbereiten, wie wir mit Timba in die Situation reingehen und wie wir sie dort begleiten. Dabei orientieren wir uns an der bindungsgeleiteten Hundeerziehung. Das meint, dass der Mensch sowohl die Basis als auch der sichere Hafen für den Hund ist. Wenn der Hund also exploriert von der sicheren Basis aus und sich dann belastet fühlt, kann der jederzeit zu mir in den sicheren Hafen zurückkommen. Ziel von der ganzen Geschichte ist dann, dass der Hund eine sichere Bindung an mich, also in dem Fall Timba, an mich hat. Wir gehen davon aus, dass sie dann später mit der Umwelt keine Gefahren sieht, sondern dass sie wirklich Chancen sieht. Und vor allem im tiergestützten Bereich ist es wichtig, dass der Hund offen in die Welt geht.